So Leute, heute möchte ich mit euch reden. Ich möchte einige Fragen von euch beantworten bezüglich der Permakultur, der schleimfreien Heilkost und der Rohkostreinigung, auch vielleicht etwas zu meiner Person. Und da möchte ich noch etwas ansprechen, was mir jetzt die letzten Wochen wieder vermehrt aufgefallen ist und wo ich einfach gerne reden möchte, weil es mich dann doch ein bisschen stört bzw. nervt, dieses Verhalten. Ich? Sie? Nein. Doch. Oh. Die erste Frage ist, wie bin ich denn zu meinem Permakulturprojekt gekommen? Also angefangen hat einfach alles damit im Studium, als ich mich mit der schleimfreien Heilkost bzw. mit der veganen Rohkost beschäftigt habe. Und ich dann gemerkt habe, dass unsere Qualität der Lebensmittel nicht so optimal ist, auch für mein Ziel der Gesundheit. Das heißt, ich möchte halt bessere Qualität als Bio haben und ich kann halt viele Bioläden bzw. Supermärkte zum Beispiel mit dem Reifegrad von Obst und Gemüse nicht trauen, weil die halt einfach zu früh geerntet werden. Und manchmal leidet auch die Qualität, selbst bei Bioprodukten. Und da habe ich dann einfach im Studium nebenbei einem Bauern hier ausgeholfen, hat einen Bauerngarten, macht halt sehr viel mit der Hand zum Beispiel. Und da habe ich ihm halt auf dem Feld ausgeholfen, habe dann als Dank dafür für 4, 5, 6 Stunden Arbeit jeden Tag halt dann immer Obst und Gemüse im Wert von 10, 12 Euro von ihm halt bekommen. Konnte ich dann für 1, 2 Tage zum Beispiel essen. Das war halt ungefähr so viel Obst und Gemüse. Und ich habe mir 2 Jahre ausgeholfen. Dann bin ich zu einem Punkt gekommen mit dem Fachsemester von mir, also 5. Fachsemester, wo ich dann einerseits gemerkt habe, ich möchte einfach rausgehen, raus in die Sonne, nicht irgendwie in einem stickigen Büro sitzen. Hat mir auch die Atmosphäre nicht gefallen, das ganze Lästern in der Industrie und das Hinterhältige, wie man es jetzt zum Beispiel von unserer heutigen Gesellschaft kennt. Das wollte ich dann einfach auch nicht mehr machen. Und mir hat die einfach Arbeit schlichtweg nicht gefallen. Die war ziemlich monoton und einseitig. Dann habe ich halt dann weiter meinen Bauernfreund ausgeholfen. Der hat mir dann dieses eine Feld zum Beispiel vermittelt, was ich ja nicht mehr habe. Und dann habe ich da auf dem Feld bei der 1000 Quadratmeter angefangen. Da habe ich noch den Schrebergarten, den ich jetzt habe. So ungefähr 500 Quadratmeter. Und bei dem Garten meiner Eltern ungefähr 800 Quadratmeter Fläche, wo ich halt jetzt mein Obst und Gemüse einfach anbaue. Einfach aus dem Grund, ganz kurz, ich wollte einfach mein eigenes Obst und Gemüse anbauen wegen der schleimfreien Heilkost. Damit habe ich angefangen. Ich hatte auch keine Lust, meine Industrie zu arbeiten. Mir hat das Ganze einfach nicht gefallen. Und deswegen habe ich dann einfach gedacht, gut, das macht mir hier Spaß, das Obst und Gemüse anbauen. Deswegen habe ich es einfach gemacht. Anschließend dazu kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, kann ich mich denn hier mit selbst versorgen? Also im Grunde genommen könnte ich mich hier selbst versorgen. Allerdings ist es halt so, dass ich mit meiner Rohkostreinigung schon sehr weit bin, dass ich halt sehr wasserhaltige Sachen esse und sehr viele Früchte. Heißt also, ich esse kein Grünkohl, kein Bohnen, keine Kartoffeln, keine Möhren oder sonst irgendwie etwas dichteres Zeug, kein Wurzelgemüse, sondern ich esse halt mehr Früchte, Melonen, Aprikosen, alles was auf Bäumen wächst, Tomaten, Gurken, Zucchini. Das ist ja jetzt so, was ich halt esse und das kannst du halt hier in Deutschland in der Regel halt, kann ich das jetzt von Juni, hat es jetzt mit den Zucchinis angefangen, Juli, dann kommen die Tomaten und mehr die Gurken, August habe ich dann die volle Ernte mit den ganzen Früchten auch, dann auch die Melonen. Im September geht es dann noch ein bisschen, dann Richtung Oktober wird es dann mit der Reife ja nicht mehr so optimal, zum Beispiel bei den Tomaten, dann wird es halt immer weniger. Das heißt, ich kann mich so ungefähr 3 Monate, sagen wir im ganzen Sommer hinweg, kann ich mich selbst versorgen. Den Rest kann ich mich einfach nicht selbst versorgen aufgrund des Winters. Mir fehlt auch leider die Anbaufläche. Ich habe ja vor 2 Jahren, eineinhalb Jahren, habe ich die 1000 Quadratmeter unten ja verloren, weil da gebaut worden ist. Und ich habe jetzt hier ungefähr eine Anbaufläche bei meinen Eltern mit einem Schrebergarten, ungefähr 150 bis 200 Quadratmeter, wo ich halt Obst und Gemüse anbaue. Und wie gesagt, wenn die Ernährung bei mir nicht wäre, dann würde ich irgendwie durchkommen mit der Selbstversorgung, auch wenn es dann im Winter, so März, April, Mai ein bisschen hart wäre. Aber nein, ich schaffe es nicht. Ich verkaufe halt einfach auch viele Sachen, um mein Leben damit irgendwie zu finanzieren, auch wenn es jetzt nicht gerade so ganz so viel ist, wie viele glauben. Und ja, mir fehlt einfach die Fläche, sage ich mal, um das halt irgendwie einen großen Umfang halt zu machen. Also da einfach, ich kann mich nicht selbst versorgen. Ich versuche halt einfach so viel wie möglich das rauszuholen und den Leuten in meinem Umfeld sozusagen das zu verkaufen, damit ich halt davon versuchen kann, mein Leben zu finanzieren. Manchmal kommt auch die Frage, ob das mein eigenes Saatgut ist. Ja, es ist alles mein eigenes Saatgut. Ich habe mir am Anfang ein paar Tomatensorten halt geholt, auch ein paar Gurkensorten und sowas. Also das erste Jahr habe ich mir was zugekauft und seitdem
tue ich halt immer wieder die Sachen eigenständig vermehren. Zum Beispiel bei den Tomaten habe ich Sorten, die vermehre ich seit, nehme ich immer jedes Jahr Samen und pflanze sie schon seit 5 Jahren immer wieder raus. Also die meisten Samen, so gut wie alle Samen, die ihr bei mir zum Beispiel kaufen könnt auf der Saatgutliste, die habe ich mindestens ein Jahr schon selbst angebaut und die gebe ich euch dann auch weiter, wenn die erfolgreich sind. Jetzt werden wir etwas spirituell. Der Mensch ist spirituell, ein Energiewesen, ein Bewusstseinwesen. Wer mir was anderes behaupten möchte, kann es mal gerne probieren. Da würde ich vielleicht auch selber irgendwas verleugnen. Jedenfalls wurde ich dann gefragt, ob ich nach Mondgärtner, ob ich Agni Horta nutze, ob ich Elektrokultur nutze, ob ich Orgoniten nutze, Homöopathie für die Pflanzen, also sowas in diese Richtung. Und da möchte ich sagen, das Mondgärtner, also Gärtner nach dem Mond, von Maria Thum habe ich zum Beispiel gemacht, ganz am Anfang. Habe es aber dann sein gelassen, weil ich so viel alleine hier bewirtschafte, dass ich es gar nicht schaffe, irgendwie nach dem Mondkalender zu machen, wenn da irgendwelche Fruchttage sind, also Pflanzen setzen an einem Fruchttag, dann setze ich dann irgendwie 150 Tomaten, 30 Melonen, 30 Gurken oder was weiß ich immer. Und am nächsten Tag ist dann irgendwie ein ungünstiger Tag, um bloß keine Früchte zu setzen. Und bei der gewissen Menge, die ich dann hier auch habe und bei der Arbeit, die ich auch zusätzlich habe. Also viele wissen ja nicht, ich mache ja nicht nur den Garten. YouTube kommt auch dazu, ist auch eine Heidenarbeit. Unterschätzen sowas von viele Leute, dass meinen, dass es keine Arbeit wäre. Ist dem nicht so. Also das ist schon richtig aufwendig. Und dann tue ich noch alles ernten, ausliefern, Marketing machen und alles mehr. Also das Ganze drum und dran, fast wie ein ganzes Unternehmen. Also selbstständig, das ist nicht nur ein bisschen rumgärtnern und so, das ist richtig viel Arbeit. Und da komme ich dann einfach gar nicht mehr hinterher, irgendwie nach dem Mond zu gärtnern, da irgendwas zu machen und das zeitlich zu organisieren, weil das ist dann für mich viel zu viel Chaos und Durcheinander. Bei Agni Horta oder Elektrokultur, das nutze ich halt einfach nicht, weil vieles einfach Rituale sind und ich bin halt einfach der Ansicht, dass auch vom Tai Chi, dass alles von uns aus dem Innen kommt, also von innen nach außen. Also wir sind alle Schöpferwesen und wir schöpfen sozusagen, also von innen nach außen. Was halt viele machen mit dem Mond zum Beispiel, irgendwie anbeten, auch mit Agni Horta, irgendwie Energiekräfte aus der Natur und die Energie nach außen schicken und dann wachsen die Pflanzen größer. Die Leute wissen ja gar nicht, was sie tun, wen sie die Energie geben, wo die hingeleitet werden. Die meisten wissen ja gar nicht, in welchem Konstrukt wir auch spirituell zum Beispiel leben. Und wie gesagt, ich habe auch von Tai Chi diese Ansicht von innen nach außen. Das heißt, warum sollte ich jetzt zum Beispiel den Mond irgendwie anbeten, dass meine Pflanzen besser wachsen, wenn ich dann lieber direkt meine Energie den Pflanzen halt gebe, die Aufmerksamkeit, damit sie halt auch wachsen, unabhängig von irgendwelchen äußerlichen Einflüssen von Kabel, Elektrokultur, von Agni Horta und so. Und das ist halt einfach der Weg, den ich halt selber gehen möchte. Natürlich ist es eine gewisse Art von Übung, was halt mehrere Jahre natürlich braucht, also diese Körperkontrolle, diese Energiekontrolle, das ist halt bei mir jetzt zum Beispiel das Tai Chi einfach und es wird halt jedes Jahr immer mehr. Ich mache halt Tai Chi auch schon seit 4 Jahren, die Rohkost auch seit mehreren Jahren und das kann dann 5, 10, 20 Jahre halt dauern, bis dann halt die Pflanzen optimal wachsen, nur weil ich mich um die zum Beispiel kümmere. Natürlich hängt da auch der Boden mit zusammen, aber im Allgemeinen nutze ich halt das einfach ungern, weil ich einen alternativen Weg gehen möchte, weil viele halt dann sich auf Sachen im Außen, auf irgendwelche Gerätschaften im Außen verlassen und ehrlich gesagt, viele wissen gar nicht, was sie machen, was das für Sachen sind, nutzen, wenden halt einfach nur an. Als Beispiel hier, wenn sich irgendjemand mit Telegram auskennt oder irgendwie so Telegram nutzt, also ihr nutzt Telegram, habt aber keine Ahnung, wie das programmiert ist, also Computersachen und so. Die Leute nutzen das zwar, wir nutzen Autos, wir nutzen irgendwelche elektrischen Geräte, haben aber keine Ahnung oder viele haben keine Ahnung, wie das Zeug eigentlich funktioniert, wie die Kabel miteinander verbunden sind, wie die Energie da fließt oder was weiß ich da was, wissen die wenigstens. Und das sehe ich halt auch bei sehr vielen mit dem Mondgärtner, mit Agni Horta und alles Mögliche. Wird halt einfach von den Eltern, unsere Eltern haben das auch schon irgendwie davor gemacht und da auch wieder die Frage, haben wir das auch mal hinterfragt oder haben sie es auch nur einfach von der Schule her übernommen? Oder von irgendwelchen Lehrern, das ist halt gerne gesehen, zum Beispiel bei uns in der Schule, da wird einfach behauptet, ja gut, haben wir von der Schule mitbekommen, haben wir das so gelernt, wird dann nicht hinterfragt, der andere ist ein Verschwörungstheoretiker, wenn das nicht das adäquate Wissenschaft und alles mögliche wird dann diffamiert und sowas und da auch wieder, wisst ihr ganz genau, was das ist, habt ihr doch mal reingeführt, habt ihr euch mit den Sachen mal beschäftigt und auch mal andere Sachen zugelassen, die vielleicht das auch mal in Frage stellen, was ich jetzt zum Beispiel mache, dass man sich da weiter beschäftigt, hey, warum tätigt er diese Aussagen?
dass man sich einfach diese Fragen stellt. Und ich möchte es auch nicht hier nicht schlecht reden. Ihr könnt es von mir aus machen, hat auch seinen Sinn, hat auch seinen Nutzen, ist ein Hilfsmittel. Nur ich möchte es halt anders machen, möchte halt da einen anderen Weg gehen, damit ich halt auch komplett unabhängig von diesen Ritualen und von diesen Sachen einfach bin. Aber wie gesagt, macht eure Sachen. Ich verurteile da niemanden. Ich möchte da jetzt auch niemanden auf den Schlips treten. Wenn er sich ja jetzt persönlich angegriffen fühlt, ist es einfach euer Problem. Macht's ruhig, ich habe kein Problem damit. Okay. Wie schauen meine Pläne für die Zukunft aus? Also ich habe es auch schon mal in meiner Telegram-Gruppe gesagt, ich habe ja schon vor 2 Jahren gesagt, dass ich halt auch auswandern möchte, einfach aus dem Grund, dass ich halt wegen meiner Ernährung ganzjährig anbauen möchte. Das heißt, für mich kommen halt mehr die Tropen in Frage, also so Lateinamerika, Mittelamerika. Ich war ja in Costa Rica und Nicaragua. Da peile ich jetzt gerade die Sachen an. Dann muss jetzt noch schauen mit der finanziellen Unabhängigkeit. Da könnt ihr mich auch gerne unterstützen. Ich sehe, wie gesagt, hier eine heidene Arbeit. Und ich möchte halt versuchen, halt da drüben was aufzubauen. Dann habe ich auch noch hier Projekte mit Freunden in Deutschland bzw. meinem Netzwerk, wo ich dann weiterhin auch hier in Deutschland mit meinem Projekt hier Wiederaufforstungsprojekte mache, Bäume pflanzen und alles mögliche auch hier Gemeinschaften und Gemeinden zum Beispiel unterstützen möchte, damit wir halt auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern in Europa wieder Wälder anpflanzen, Essensversorgung gewährleisten und sowas. Und das versuche ich halt gerade im Hintergrund halt zu machen. Und das sind halt so meine Zukunftspläne, wie ich es halt momentan habe, weil so dauerhaft hier in Deutschland möchte ich einerseits nicht leben, deswegen möchte ich halt irgendwo in ein Land gehen, wo es halt für meine Lebensverhältnisse her, beziehungsweise für meinen Lebensstandard, den ich jetzt hier habe, der ist zwar klein, aber fein, aber da möchte ich halt im Land gehen, wo es halt etwas besser für mich ist, aber trotzdem halt weiterhin noch Leute oder hier meine Eltern unterstützen, damit die sich zum Beispiel weiterhin mit Essen versorgen können. Dann habe ich noch eine Frage zur schleimfreien Heilkost bekommen und hat sich dann mehr auf die Säfte fixiert. Da hat mich einer gefragt, ob ich jetzt nur Säfte trinke, beziehungsweise warum ich kein Wasser trinke. Wasser trinke ich einfach aus dem Grund nicht. Ich habe zwar einen Destillierer, aber ich bin ehrlich gesagt auch viel zu faul, da die ganze Zeit den anzuschmeißen, dann das Wasser halt umfüllen und dann das ist halt beim Destilliergerät mineralarm. Ist gut, aber es ist halt totes Wasser, das heißt, es muss sich energetisieren. Dann müsste ich es halt irgendwie wieder rausstellen und dann muss ich dann aufpassen, dass halt dann zum Beispiel die Sonne reinscheint. Ich kann es auch mit Steinen energetisieren und alles Mögliche. Und dann könnte ich halt dann schauen, dass es halt energetisiert wird. Ich muss aber immer wieder schauen, wenn sich das Wetter ändert und so, wenn ich das Wasser draußen stehen habe, dass ich immer darauf achte, dass es halt immer wieder, wo ich halt achtsam sein muss und das immer im Blick haben muss. Und es ist halt so, dass ich halt sehr viele Gurken esse, sehr viele Melonen und im Saft hydriere ich mich auch schon. Also ich habe eigentlich gar nicht das Bedürfnis, Wasser zu trinken. Und die Säfte zum Beispiel, die unterstützen dann nochmal zusätzlich die Entgiftung, bremsen auch etwas mehr die Entgiftung. Das heißt, ich kann mich ein bisschen mehr erden, dass halt nicht zu stark oder zu viel schnelle Gifte halt mit rauskommen. Und ich trinke halt gerne einen grünen Saft, weil ich halt sehr viel Obst esse. Und das soll halt dieses Grüne soll halt nochmal zusätzlich die Gifte auffangen, die halt das Obst und Gemüse zum Beispiel lösen. Deswegen trinke ich halt sehr gerne Säfte. Habe aber natürlich auch den teuren Angel Juicer. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr den auch haben wollt. Das ist wirklich ein sehr guter Entsafter, hohe Ausbeute, also hohe Saftausbeute, gute Qualität einfach zu reinigen und es hält auch mindestens 5 Jahre. Und ich habe den halt, der macht halt richtig gute Säfte und wenn ich halt im Sommer sehr viel anbaue, da habe ich halt sehr viel Zucchini, sehr viel Fenchel, irgendwann später auch Staudensellerie und sowas. Und bevor ich das irgendwie wegschmeiße oder so, mache ich halt dann einfach grüne Säfte draus und genieß sie halt einfach. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der mich schon ab und zu mal richtig nervt und den ich einfach aussprechen möchte. Und zwar hat mich einer angeschrieben bzw. unter meinem Video kommentiert und mir eine Frage gestellt. Das ist schon öfters passiert. Und ich habe ja im Grunde genommen kein Problem, wenn ihr mir Fragen stellt. Allerdings war es dann so, er hat mir eine Frage gestellt, ich habe darauf geantwortet und dann war er mit der Antwort nicht zufrieden und habe dann gesagt, ich antworte wie ein Politiker, kurz und knapp und alles Mögliche. Dann habe ich halt geantwortet, dass ich halt sehr viel zu tun habe. Also wie gesagt, ich mache hier alles Mögliche, habe ich auch in einem anderen Video auch schon gesagt. Anbauen, verkaufen, Marketing, Webseite, YouTube ist viel zu tun. Dann mache ich noch Tai Chi für mein Gesundheitscoaching, auch alles Mögliche. Dann habe ich noch andere Freunde, die ich zum Beispiel bei Investments helfe und bei ihren Projekten. Das heißt, es gibt manchmal Tage, wo mein Handy die ganze Zeit klingelt und viele Leute was von mir haben wollen. So, dann kann es halt einfach sein, dass ich halt dann nicht die ganze Zeit
auf jede Frage 10 bis 15 Minuten Zeit habe zu antworten. Vor allem hat er da sich dann beschwert, warum mache ich dann überhaupt die Videos, und er sei der Einzige, der unter dem Video kommentiert hat. Das war auf Odyssee. So, jetzt lade ich natürlich auch Videos auf YouTube hoch, auf Facebook bin ich, auf Twitter bin ich, per E-Mail schreiben mir die Leute, telefonieren tun manchmal Leute mit mir, und auf Telegram kommen auch immer wieder Fragen an. Das heißt, ich bekomme nicht nur Fragen auf Odyssey, sondern überall her. Und es gab schon Tage, da wo ich dann ein, zwei Stunden nur da gesessen bin und Fragen beantwortet habe. Und das auch öfters. Also Fragen wiederholen sich ja auch immer wieder. Und dann ist halt man unzufrieden, wenn halt eine Antwort kommt, die im Weltbild von jemandem nicht die ist, die Antwort ist, die einem zufrieden stellt. Und dann habe ich halt weiter darauf geantwortet und habe mir das auch so in dem auch erklärt, dass auch für mich das Zeit auch Geld ist, deswegen versuche ich dann auch die Fragen so kurz und kompakt wie möglich zu beantworten. Und dann ist es dann angefangen, mich zu beschämen, warum ich dann überhaupt YouTube mache, mir was anderes tun soll und das niedrige Volk einfach in Ruhe lassen. Also er hat dann so getan, als ob ich mich über euch hinabhebe. Und bei solchen Sachen, ganz ehrlich, sowas dulde ich nicht mehr. Das sind Beschämungen, da werdet ihr persönlich, wenn sowas passiert. Und dann sind dann einige Leute wie Kinder. Natürlich nicht wieder alle, sondern wieder nur ein kleiner Teil. Also ich möchte jetzt keinen hier über den Kamm stellen. Aber wenn sowas passiert, ich dulde so ein Verhalten nicht mehr. Das sind Beschämungen, Diffamierungen und alles Mögliche. Ich werde euch einfach sofort den Kommentar löschen und auch sperren für den Kanal. Also das heißt, ihr würdet dann auch keine Kommentare neu setzen können. Weil entweder wir machen das halt wie Erwachsene, ihr könnt von mir aus Kritik äußern, ist auch sehr gerne erwünscht, wenn wir konstruktiv da miteinander uns austauschen. Ist schon sehr oft gekommen. Nur das Problem ist halt, viele haben das dann unterbewusst drin, dass sie dann anfangen zu beschämen, sowas wie, was ist das für eine Scheiße, das stimmt doch nicht und bla bla bla. Also einfach nur draufhauen, kritisieren und alles mögliche, aber dann nicht irgendwie andere Sichtweisen aufmachen, ihre Sichtweise erklären, und wenn es halt trotzdem nicht auf deine Meinung kommt, das einfach so stehen lassen. Und wie gesagt, so eine Respektlosigkeit habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr. Einfach sperren, und da hat sich die Sache. Und da berücksichtigt auch, wenn ihr eure Fragen stellt. Viele fragen dann auch wirklich sehr tief in den Detail, was ich zum Beispiel in einem Coaching beantworten würde. Oder ballern mich einfach mit Fragen zu. Da gibt es auch Leute, die fragen mich die ganze Zeit irgendwas und sind dann beleidigt, wenn ich nicht mal antworte. So. Es ist auch so, ich habe wirklich nichts, wenn ihr ein, zwei, dreimal antwortet oder in größeren Abständen. Habe ich ja nichts dagegen, wenn es auch schnell beantwortet wird, ist ja alles kein Problem. Aber wenn dann die Fragen wirklich ausarten, dass ich dann wirklich bei jeder Frage 10 bis 15 Minuten brauche und dann öfter solche Fragen kommen und das in der kurzen Zeit, Leute, das wird dann einfach viel zu viel. Das ist ja einfach auch ein Geben und Nehmen. Und das ist zum Beispiel auch bei mir beim Tai Chi so. Das ist einfach diese Einstellung dahinter, dass ich melde mich beim Tai Chi an, ich bezahle erstmal dafür, dass ich bei jemandem in die Lehre gehen darf. So, jetzt mache ich da die Übungen und alles mögliche, und das Erste ist, wenn ich eine neue Form lerne, beziehungsweise einen Teil von meiner Form, dann heißt es immer, üb doch erstmal, wenn du eine Frage hast, stell die Frage dir erstmal selber. Ein, zwei Tage lang selbst nachforschen, selbst im Internet nachgucken, Google nutzen, Suchmaschinen nutzen oder einfach mal selbst sich die Frage stellen. So, das sagt mein Meister immer. Selbst die Frage stellen, dann auch üben und schauen, sacken lassen, ob dann irgendwann die Antwort kommt. Dann, wenn ich wirklich nicht Frage komme, die ich löse, dann frage ich meinen Meister. Und das gibt es dann auch wieder Leute, die fragen ihm die ganze Zeit immer irgendwas, und irgendwann gibt er dann keine konkreten Antworten mehr, sondern sagt so, schau doch selbst nach, wo die Lösung von der Frage ist, weil manche Leute, die bombardieren ihn auch die ganze Zeit mit Fragen. Und das ist einfach diese Einstellung dahinter. Und dass man halt nicht zu, ich sag mal, zu ungeduldig ist, dass man zuerst mal schaut, in Eigenleistung halt auch geht. Ihr habt Google, nutzt es. Es wird sehr vieles erklärt, es wird sehr viel, dann liest doch mal einen Artikel durch und dann fragt mich, hey, was haltest du davon, wie findest du das? Oder ich bin da nicht weitergekommen, ich habe das Buch gelesen, ich habe mir das Video angeschaut und ich verstehe es trotzdem nicht. Dann, ja, okay, dann helfe ich euch gerne, dann habt ihr wenigstens eine Grundlage. Aber von vornherein zu sagen, ihr habt eine Frage, sofort die Frage stellen und dann ungeduldig werden, weil ich ein, zwei Tage vielleicht nicht antworte, weil es halt untergegangen ist, das ist dann schon wieder eine Einstellung, wo ich mir denke, das ist dann wieder dieses Konsumverhalten, wo viele, die jetzt meinen Kanal anschauen, ja eigentlich weg wollen. Und
dann auch mit dem Punkt, was ich auch in dem bei vielen Coaches halt gesehen habe, diese Einstellung ist, wenn ich jemanden eine Frage stelle, also wenn mir jemand helfen soll. Und das ist halt sehr gerne bei YouTube, dass dann die Leute immer Hilfe haben wollen, weil sie denken, es wäre der Job von ihm. Geht bitte mit der Einstellung rein, wenn ihr Hilfe von jemandem braucht, wenn ihr eine Frage habt, geht doch mit der Einstellung rein, okay, ich beanspruche seine Zeit, seine wertvolle Zeit, und was kann ich ihm dafür geben, um sein Leben und seine Zeit zu vereinfachen? Stellt euch einfach mal die Frage, muss jetzt nicht unbedingt monetär sein, ist natürlich ein schönes Hilfsmittel, kann aber auch über andere Wege natürlich sein. Marketingunterstützungen, Empfehlungen, die Videos verbreiten, die Videos teilen, oder zum Beispiel als Beispiel bei mir. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, fragt doch einfach die Leute, wie ihr die helfen könnt, dass man sich das gegenseitig hat. In der Natur heißt es, zuerst geben und dann nehmen und nicht halt andersrum und dann noch mit der Erwartung hingehen, dass, wenn ich jetzt YouTuber bin, dass ich euch unbedingt helfen muss. Und das ist halt ein Punkt, wo ich mich aufrege, da schätzt ihr einfach meine Zeit nicht wert und im Grunde genommen mich als Menschen einfach auch nicht. Wenn ihr einfach sagt, er muss mir jetzt die Frage beantworten und zu meiner vollsten Zufriedenheit, ich kann ihn auch ankacken, ich kann ihn auch irgendwie beschämen und sowas. Nein, das ist respektlos und wie gesagt, sowas dulde ich nicht und ich habe genug zu tun. Ich bin hinter der Kamera alleine, mache hier alles alleine. Und wie gesagt, ich werde da jetzt einen Schlussstrich ziehen. Ich werde da die Leute einfach sperren, wenn es mir zu viel ist. Wenn ihr da Beschämungen macht, Beleidigungen macht oder passiv-aggressiv seid, werde ich es nicht mehr dulden. Und oder halt einfach auf Fragen nicht mehr antworten, wenn es zu viel ist. Oder auch einfach direkt sagen, hey, du hast jetzt schon die Fragen beantwortet, hast schon viel von mir bekommen. Wenn du tiefer ins Detail möchtest und meine Zeit beanspruchen möchtest, nutzt bitte meine Coaches, meine Kurse oder was weiß ich, um in die Thematik mit reinzukommen. Da gibt es auch einige Leute, weil ich bin ja nicht blöd, ich beschäftige mich auch mit Psychologie, die versuchen dann immer ein bisschen nett mit mir rumzuspielen, ein paar Informationen abzugreifen, dann immer tiefer ins Detail zu fragen und dann, wenn ich sage, hey, ich habe Kurse und alles Mögliche, dann hört es dann auf einmal auf. Also, wenn es euch was wert ist, dann hört auch mit diesen Spielchen und alles Mögliche, ich bin nicht blöd und das wollte ich einfach nur in dem ansprechen, dass ihr euch dann bitte auch nicht wundert, wenn dann irgendwelche Sachen sowas passieren, dass ihr von mir gesperrt oder geblockt wird oder alles Mögliche. Ich dulde einfach dieses Verhalten nicht mehr. Gab es auch bei mir zum Beispiel in der Telegram-Gruppe, da hatte einer ein Problem, dass ich PayPal zum Beispiel als Zahlungsmittel nutze und dann kamen dann irgendwelche Konflikte von ihr und alles Mögliche, warum ist ihr nicht gefährdet und alles Mögliche und das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Es wurde einfach nur es wurde Chaos in die Gruppe gemacht, es war keine Harmonie mehr, einfach nur weil ein Mensch einen Konflikt und ein Problem hat und sowas braucht es nicht. Da geht es jetzt bitte zum Therapeuten und alles Mögliche und bespricht es da oder macht Innenarbeit. Jetzt sind wir am Schluss von dem Video angelangt. Gerne könnt ihr mir noch weitere Fragen stellen. Ich werde jetzt, das jetzt öfter machen, dass ich einfach eure Fragen in Videoformat beantworte. Wenn es eine längere Frage ist, werde ich vielleicht ein eigenes separates Video machen, vielleicht so ein neues Format, dass wenn dann die Fragen auch öfters aufkommen oder vorkommen, dass ich dann auch einfach dieses Video dann zum Beispiel schicke. Also gerne, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir unten schreiben und schaue dann, ob ich da draußen ein Video mache oder nicht. Und das natürlich wieder ohne Gewähr. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, Kommentar hinterlassen für den Algorithmus, Daumen nach oben und auch das Video zum Beispiel auch verbreiten, teilen an so viele Leute, wie es auch geht. Ich bin einfach auf diese Unterstützung von euch in dieser Weise auch angewiesen, dass immer mehr Leute auf dieses Projekt angewiesen sind. Und wenn mich wirklich unterstützen möchte, meine Arbeit wertschätzt und einfach das Ganze, was ich hier heute auch mache, kann mir gerne zum Beispiel ja, per Bank oder per PayPal oder einfach auf der Unterstützungslink von meiner Webseite gerne auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten aufsuchen oder auch Kurse und Coachings bei mir buchen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.